Eilt wagen wir uns in den finalen Arena-Leiterkampf, der letzte dieser Reise. Arena-Mission beendet, wenn wir das hier bestehen. Das müssen wir erstmal tun, aber gut. Dass ausgerechnet du der erste Challenger bist, der es so weit geschafft hat, muss Schicksal sein. Dass ich der erste, das glaube ich aber nicht. Das hat Let's Play Markus vor mir geschafft. Und Domtendo bestimmt auch. Und einige vor mir. Aber wenn Delion so viel auf dich hält, wundert es mich nicht, dass du es so weit gemacht hast. Und du denkst also, du kannst Delion besiegen? Dafür musst du erstmal gegen mich, seinen größten Rivalen, kämpfen und mich klein kriegen. Ich werde dir auf die Hardtour zeigen, worauf du dich da eingelassen hast. Ich kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedenen Situationen reagieren kannst. Das habe ich zum Ende nochmal versprochen. Also los geht's. Oha, es wird final. Das Finale, das kommt dann bei Delion, aber ja, jetzt ist das Finale der Arena-Prüfung. Arena-Letter Y fordert sich raus. Arena-Letter Y setzt Brocklus in Liberla ein. Naja, unsere schon haben wir ihn besiegt. So sieht's aus. Und wenn der Doppelkämpfer macht, müssen wir halt nur zwei besiegen. Müssen wir halt nur zweimal besiegen. Längst drei auf einmal, aber ja gut. Weht ihr Winde und beschwört mit dem Sandsturm auf. Das will ich nicht. Konter? Das könnte. Nee, lass mal. Felsgrab, das versuche ich mal. Auf das hier. Und Rasierblatt dann auf beide. Na komm, versuch's. Ich weiß nicht, wie weit das hier kommt. Oh, vor allem Elektro. Aber ja. Das kann hier noch heiter werden. Momentan ist Sandsturm, aber das Wetter kann hier auch noch heiter werden. Heiteres Wolkig. Das kann hier durchaus vorkommen. Oh wei. Na komm. Na komm, Leute. Ein bisschen was kriegt er hin. Wir haben hier sogar schon die Chance, dass wir hier irgendwie. Dass wir hier zwei auf einmal besiegen können. Das ist hier keine schlechte Chance. Na komm. Na komm, Leute. Beidseite. Leute. Hoffen wir. Haltet durch. Na komm schon. Tobrea. Muss doch irgendwie was. Ah, weil. Body Press. Au, scheiße. Das war noch nie eine gute Attacke. Aber ich glaube, das sieht hier momentan alles ziemlich kläglich aus. Das ist jetzt hier wirklich. Jetzt schon Tränke verbrauchen. Ich weiß ja nicht. Prof auf jeden Fall. Fesselbiss auf Beldra. Irgendwie so, ich bin verwirrt. Was jetzt, könnte ich jetzt meinen Trank einsetzen oder was? Ich wollte den Trank einsetzen, was ist, oh Mann. Hab ich verknackt oder was? Was sind's? Verfinkt. Das würde ich auch mal gerne hören. Jo. Nein, siegt. Oh wei. Kann ich jetzt vielleicht mal Mordev. Ja, den wollte ich eigentlich relativ zum Schluss erst einsetzen, aber den brauchen wir jetzt, glaube ich. Können wir dann wieder heilen. Ach du Scheiße. Die Steine. Ich brauche hier mal einen Hypertank. Und dann Kampf, Doppelkick. Das könnte was bringen. Na komm. Na komm. Super Tank. Sehr gut. Paradies ist dadurch nicht aufgehoben, aber. Ja gut. Doppelkick. Ah, nicht schlecht, aber auch nicht gerade gut. Nicht ausreichend. Donnerschlag.
Das ist ein Wasser-Pokémon. Hör auf mit dem Donnerschlag. Oh Mann. Ich sehe hier kaum was wegen dem Sturm. Fesselbiss auf ihn und Doppelkick auf ihn. Sind beides ihn. Beides männliche Pokémon. Okay, bei dem Gesteinstyp hat das mehr gebracht. Die leben noch. Nicht mehr lange, aber so weiter kämpfen. Wir sind immer noch bei den ersten beiden. Facewolf. Oh, ey, Mordi. Nein! Und mit Abstand stärkstes Pokémon im Team. Würde ich so sagen. Paralysiert. Oh, Sandsturm hat sich verzogen. Zum Glück. Ja, Takiro kann ja hier irgendwas. Wir können es mal versuchen. Das hat Prof sehr gut ausgehalten. Mortiprotz. Prof und Takiro. Warum nicht? Ein Beutel. Ich habe doch genug Hypertrank mit dabei. Können wir doch hier. Keine Sinnebeere. Hypertrank. Ach, Prof. Auch wenn die Elektrifizierung jetzt hier nicht wirklich zielführend ist. So, und Kampf. Tiefschlag, versuchen wir es mal auf die Beldra. Supertank. Sehr gut. Ich hoffe, mein Rivale, mein der Arena-Leiter, setzt da nichts ein. Oha. Das war gut. Geht besser. Ich will jetzt keinen Supertank bei meinem Rivalen sehen. Oh, Prof! Nein! Besiegt. Hat er lange durchgehalten. Jo, jetzt müsste ich mal einen Beleber einsetzen. Ich brauche den Modi wieder. Oha, ja, das wird ein fesselnder Kampf. Wir haben die Hälfte noch nicht geschafft. Das ist eine harte Nuss, das kann man so wirklich sagen. Zwei Top-Beleber haben wir noch mit dabei. Ich belebe ihn erstmal mit einem Beleber, mit einem einfachen Beleber. Sehr gut. Tiefschlag. Okay. Oha. Takiro erlebt noch. Bruchrüstung von Takiro wirkt. Aha. Wäre eigentlich tot gewesen. Body Press. Oh wei. Rufus. Oh, Schande. Wie wär's denn jetzt mit Einäschern auf Raider und du setzt mal einen Trank ein und ich auf Mordek, damit der mal weiterkämpfen kann. Mordek von Blacky, ich sehe es schon kommen. Hoffentlich können die ein bisschen was. Sonst wird's hier knapp. Takiro besiegt, das habe ich kommen sehen. Puha. Es wird hier wirklich. Es ist eine harte Nuss. Wenn noch nicht die Hälfte besiegt. Wir müssen wohl noch mal trainieren gehen, bevor wir hier noch mal rein können. Ich muss offscreen kämpfen. Sieht jetzt hier sehr nach einer Niederlage aus. Okay, und du dann wohl rechts. So, Blacky. Mordi links. Na komm. Kämpft meinen letzten, mein Pokémon. Ihr seid stark. Und kriegt das hin. Na komm, Spitzer Steine, ja. Der schenkt Erzwinger. Na komm, Double Kick auf ihn und du mal Pflücker. Versuchen wir's. Na komm. Na komm. Oh wei. Okay, den ersten haben wir besiegt. Sehr nice, neue Level. Donnerschlag. Au, Mann. Ist nicht gut. Zwicker. Oh, das ist aber sehr gut. Au, Mann. Sanaconda. Und das war erst die Vorgeschichte. Au, wei. Wir brauchen Blacky.
Kritisch. Na komm. Hypertank. Mit Modi hätten wir einen einsetzen können. Hier braucht es eigentlich wirklich Taktik, die wir hier nicht haben. Schlangenblick. Ja, defensiv. Modi ist paralysiert. Ja, geschenkt. So, die Hälfte besiegt. Auf eine zweite Hälfte. Voller Schmerz. Duraludon. Auweia. Auweia. Das kann ja was werden. Doppelkick. Auf ihn. Und. Piekser auf. Sanaconda. Auweia, auweia, auweia. Wieder deiner Max oder was? Na, bitte nicht. Oh doch. Ja. Heftig. Duraludon. Wir brauchen Giga Dynamax. Jetzt. Hilfe? Fehlt ein Winde. Okay. Jetzt kommt Wind auf. Sandsturm schon wieder. Feuerzahn. Halt durch! Au. Pizza. Das ist ja wohl. Au, Kacke, das ist ja wohl ein Witz. Top-Beleber. Auf. Modi. Kann Modi Dynamax? Ich will den Kampf mit dir, Modi. Halte durch. Auwei. Deiner Brocken. Das ist doch wohl ein Witz. Okay, Blacky besiegt. Ich dachte, das fällt auf Modi drauf. Feuerzahn. Auf Modi Feuerzahn. Das willst du nicht verarschen, oder? Und Dynamax. Ein Deiner Brand. Und Sanaconda. Ja, das andere wird gleich wieder schrumpfen. Und die Menge sinkt. Oh Mann. Wir haben noch einen Top-Beleber. Dann sollten wir uns vielleicht aufheben. Tränke einsetzen jetzt. Deiner Brand. Modev. Giga Dynamax Modi. Na komm, das muss doch irgendwas. Es wird spannend. Sanaconda. Sandspeier. Na komm, halt durch, Modi. Deiner Brocken. Au, scheiße. Ja, Kacke. Satz mit X. Das war wohl nix. Auweia. Das musst du wohl aufs Spiel nochmal versuchen. Ihr habt nichts gesehen. Darwin besiegt. Zweiter Versuch. Offscreen ein bisschen gekämpft. Und zweiten Versuch geschafft. Ihr habt nichts gesehen. Mein ersten Versuch. First try. Selbst wenn ich verliere, gebe ich eine erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Du gewinnst 15.360 Pokémon Dollar. Und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den letzten Arena-Leiter von Gala hervor. Den achten Orden haben wir geschafft. So sieht's aus. Roy besiegt. Das war ein harter Kampf. Ja, das war er. Definitiv. Nur knapp haben wir es geschafft. Sehr, sehr knapp. Aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätte ich genau so.
als hätten sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Ha, verwegen, gar kein Wort. Wenn du dich wie ich geprahlt habe, dass ich ganz größter Werner bin. Und wenn schon, das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Deine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Hier, nimm das als Zeichen deines Sieges. Das ist der Drachenhorn. Ich glaube, er ist ein bisschen schizophren. Da macht man keine Witze mit dieser Krankheit, aber ja. So ein bisschen. Du kannst jetzt alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Jetzt besitzt du alle Orden der Ghana-Region. Um Dinion herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena-Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wörtlich. Du musst dieses Turnier einfach gewinnen. Klar, sonst wäre meine Niederlage gegen dich bedeutungslos. Ach, das sagt er. Ja gut. Haben wir bestanden, den 8. Orden, die 8. Arena-Herausforderung. Jetzt, wo du alle 8 Orden gesammelt hast, erwartet dich als nächstes der Champion Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Zwergfürst! Ach, das war er schon wieder. Hey, Zwergfürst! Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hatte da noch was vergessen. Ich hab den in der Stimme von Hope gesprochen, weil ich dachte, jetzt kommt gleich Hope von hinten an. War zu erwarten. Erstens wollte ich dir als Zeichen meines Respekts noch die TM99 geben. Gibt's auch eine TM100? Das ist mal interessant, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Sie enthält die Attacke Breitseite. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Und zweitens wollte ich dir die Uniform des Drachenarena-Trainer überreichen. Die kriegen nur echte Gewinnertypen wie du und ich. Die Drachenuniform erhalten. Das heißt, ich bin der Erste mit dieser Drachenuniform. Oder? Ja, ich bin ja der Erste, den besiegt hat. Das ist doch was wert, oder? Hiermit hast du Challenger Zwergfürst mit der Trikot Nummer 42 die Arena Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ Cup unter Beweis stellen. Und du, hey, musst mir nun deine Stärke beweisen. Aha, das ist ja endlich Dinions kleiner Bruder. Ich nehme die Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena-Challenge aufzugeben. Oder er wird mein Rival und steht mir im finalen Kampf gegenüber. Vermute ich mal. Pokémon Ultrasonne und Ultramond hat es schon bewiesen, dass der Rivale dir dann als Champion gegenüberstehen kann. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich vermute es stark. Aufgeben kommt für mich nicht in die Frage. Da stand kein Die, da ist ein Die zu viel. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und bin stärker, als du dir vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen. Roy, Zwergfürst und natürlich auch meinen Bruder. Einfach jeden von euch. Mach's gut, Zwergfürst. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Kampf. Aber ich rate, vorher fleißig in der Naturzone zu trainieren. Ja, könnte man mal machen. Das war jetzt hier wirklich eine Zitterpartie. Obwohl, wir haben es bestanden. Hallo, Zwergfürst. Dein Sieg über Wai war echt beeindruckend gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena Challenge bestanden. Du kannst jetzt aufhören zu winkern. Da kann ich nur gratulieren. Das müssten wir endlich feiern. Aber dafür bleibt nur uns leider keine Zeit. Es ist nämlich so. Dieses Licht über Claw City ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen, ich glaube, sie spricht, aber gut. Dasselbe Phänomen wie damals. Also, als unzählige gigantische Pokémon in Ghana wütend und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hatten. So ist es. Ich spreche dir jetzt einfach verkehrt rum. Nee, Spaß. Wie wir wissen, ist das Dynamax-Phänomen
nur durch die Energie in der Galle-Region eingeschlagenen Wuchtsterne möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Das Schwert und das Schild aus der Legende. Sanja, Liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm meinen Nikita. Was? Ist das nicht ein bisschen zu früh, Oma? Ich bin noch gar nicht mit meiner Forschungsarbeit fertig. Und genau deshalb solltest du ihn jetzt haben, damit du an deiner Arbeit, damit deine Arbeit gut zu Ende bringst. Professor Sanja. So schaut's aus. Wollte ich gerade sagen. Jetzt bist du Professor Sanja. Danke. Löse Rätsel um die zwei legendären Helden, die einst Galla von finsterer Nacht bewahrten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hope gegeneinander kämpft. Also überlasst den ganzen anderen Kram ruhig mir und geht nach Scorn City, okay? Los ab zum Bahnhof, der nächste Zug fährt bald ab. Joa, ich werde erstmal mein Pokémon-Team im Pokémon-Center heilen. Dann werde ich mir vielleicht einen neuen Look für den Champ Cup besorgen. Und dann schauen wir mal weiter. Neue Haarschnitt, neue Klamotten. Und dann schauen wir mal, wie wir zurechtkommen. Ja, ganz ruhig jetzt hier mal hier nicht mit den. Mit ganz sachte mit den Jungwelpen, wie das Sprichwort heißt. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. So, hier mal Klamotten da, dann gibt es jetzt neue championhafte Kleidung für mich. Willkommen in der Boutique. Aha. Na, nicht so meins. Da beiß ich mein Hemd lieber an. Trainingssacker. Na, nee. Okay, die Hosen tun's auch nicht. Sporttasche. Da bleibe ich auch lieber bei meiner Sportkappe. So ein Anglerhut. Nee, lass mal. Die Brillen. Auch nicht so. Lass mal es mal lieber bleiben. Ich besorge mir einen freshen neuen Haarstyle, mit dem wir in die neue Arena aufbrechen können. Nicht hier in diesem Café, sondern nebenan. So, einmal eine Frisur. Make-up haben wir auch noch nicht gemacht. Aber die Haare will ich. Die Haare will ich neu. So, alles gut. Wie soll es heute sein? Kurzer Schnitt, Doppelfrisur. Können wir auch mal ausprobieren. Kurzer Schnitt, das wäre es mal. Lang und gewellt, Flechtfrisur. Seitenscheitel. Ja, Undercut. Ganz fresh. In die Arena Challenge. Die. Mit lang und glatt. Die Qual der Wahl. Ich glaube, ich nehme die wieder. Das gefällt mir am besten. Diese Frisur. Pflichtfrisur könnten wir auch mal ausprobieren. Seitenscheitel. Ah, nee. Nicht wirklich. Mittellang und gewählt. Tatsächlich sehe ich ihn echt eher so aus. Mittlerweile sogar noch weniger. Mir gehen die Haare verloren auf dem Kopf. Gerade deswegen nehme ich das hier. So, welche Farbe wollen wir nehmen? Beim Blond rumlaufen? Aschbraun, beige. Ich hasse beige. Ein Popo, weiß. Weiße Haare. Das kann auch Stil haben. Das kann man auch mal machen. Können wir mal versuchen. Das wäre für den Champ nicht schlecht. Das würde auffallen. Grün, blau, rot, pink.
Rot hat mir bisher am besten gefallen. Das Feuer an mir brennt. Soll ich mal Weiß ausprobieren? Das wäre es mal, das wäre wirklich nicht schlecht. Hätte seinen Stil. Ich weiß ja nicht. Blau und Rot. Ich nehme wieder Rot, das hat mir am besten gefallen. Mit langem Gewehr Rot, ja. Das war bisher meine liebste Figur. Kopfkratz. Alles klar, dann kümmere ich mich mal um deine Frisur. Damit können wir, glaube ich, keine Mütze mehr tragen, aber gut. Was soll es? So, fertig. Sieht das aus, oder? Mit dem Haarschnitt kannst du keine Kopfbedeckung tragen. Ach, was soll es? Steck's ein. Soll mir recht sein. Videokarte aktualisieren. Ja, unbedingt. Mit dem neuen Look. Passend zum Hemd. Und geht's hier weiter. Richtung Champ Cup. So sieht's aus. Voran, voran. Oh, mein Team ist geheilt. Ja, gut. Na dann, voran zum Bahnhof. Ja, schauen wir auf, wie es hier weitergeht in der Geschichte von Galar.